empfindlich gewordenen Augen nicht mehr stand. Auch mein eigenes Museum nicht. Karl Ernst sehnte sich nach einem moderneren, künstlerischen Stil. In dem belgischen Künstler Henri van de Velde fand er einen Partner, der diese Wünsche umsetzen konnte. Er kümmerte sich von nun an um den Innenausbau von Karl Ernsts Museum und begeisterte ihn immer mehr für die Sammlung zeitgenössischer Kunst. Der modernen Kunst wurde der neue Museumsbau auch in erster Linie gewidmet. Das Damaskuszimmer war zu groß für die Räumlichkeiten, auch viel zu groß für das Privathaus von Karl Ernst, der jetzt auch andere Interessen hatte. Und die fantastischen Musiker auf der Bühne vom East-West Pasha Orchester.